Moin moin, ich bin's, euer Max Deus. Ja, da hinten haben wir zwei der Ureinwohner. Wollen wir mal fertig machen. In der letzten Folge haben wir schon zwei von denen ausgeschaltet. Wollen wir schauen, ob wir die beiden auch noch hinkriegen. Komm. Okay, die haben wir. Komm her. Du bist der Nächste. Komm her, Gollum. Okay, wir müssen uns einmal kurz waschen. Okay, Gollum will weg. Na, dann schmeißen die auch nochmal aufs Feuer. So, kleinen Steinchen müssen wir wieder aufsammeln. Aber Gollum hat die Flucht ergriffen. Okay, Steine haben wir schon genug, kleine. Und drei Schädel haben wir. Jetzt gleich vier. Ah, Gollum. Okay, den sehen wir erstmal, glaube ich, nicht mehr wieder. Oh. Dann mache ich hier noch einen Baumstamm. Dann würde ich sagen, die beiden schnappe ich eben. Hier geblieben. So, da können wir auch an dem Feuer eben uns was zu essen machen. So, kleines Fleisch wird reichen. Derzeit können wir das einlagen. Echt gut gedeutscht habe ich. Aufladen hier. Einlagern, keine Ahnung, wie man es nennt. Und das Fleisch müsste jetzt auch schon langsam fertig sein. Ja, ist fertig. Nur bei den Ureinwohnern habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn man die eine Truppe geschlagen hat oder nur zum Teil davon besiegt hat, dann kommen die noch in derselben Nacht als Armee wieder.
Da rollt mir einer weg. Und es wird auch schon wieder dunkel. Natürlich. Yay. Ja, wenn die aber gleich als Armee hier wieder auftauchen sollten oder so, eine zweite Charge von denen kommt, können wir gerne mal versuchen, wieder die hier ein bisschen auszumerzen. Da geht ein bisschen Rüstung dann flöten, aber... Da hat das eigentlich gut funktioniert, würde ich sagen. Rüstung, wir haben ja noch mal Knochen bekommen. Hä? Das war jetzt nicht, was ich machen wollte. Das war's. So, haben wir 5 Rüstung, nice. Die Knochenrüstung wird langsam voll. Den habe ich ausgerüstet, hallo. Ich würde sagen, die 2 Bäume noch laden wir auf. Unser Boot. Und dann schippern wir wieder rüber. Komm. So. Hm? Ah, da. Und jetzt ganz schnell dahin. Noch scheinen die nicht wieder da zu sein. Obwohl, 3 Bäume könnten wir noch machen. Trinken wird langsam knapp. Wir brauchen noch langsam Regen. Dann wollen wir mal die 3 Bäume riskieren. Sehen tue ich zwar gar nichts, aber...
Egal, YOLO, ey. Sagt man das heute noch überhaupt? Ah, das war ein guter Baum. Das hat sich nicht nach normalen Ureinwohnern angehört. Oh, diese Schildkröte, ey. Herrlich. Boah, ich weiß nicht, ob ich das will, dahin laufen. Haben wir hier irgendwo noch einen Baum? Ich sehe hier gerade gar keins. Gesehen tue ich allgemein jetzt gerade gar nichts. Hier haben wir einen. So, und jetzt lass mal ganz schnell zurück. So, das wird reichen. Den dritten Baum habe ich irgendwie viel zu viel Schiss. Ja, natürlich nehmen wir den wieder mit. Meine Axt.
Regen könnten wir aber wieder gebrauchen. Das wäre jetzt echt praktisch. Denn hier haben wir auch nicht mehr so viel Wasser. Leer. Da hinten ist auch leer. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Machen wir mal so. Ja. Dauert halt jetzt ein bisschen. Machen wir so. Dann nehmen wir den hier schon mal mit. Und das. So, einer noch. Wenn wir den testen. Nice. Das ist ja richtig nice. Müssen wir noch einen Steg drumherum machen. Wie geblieben. Und wie hoch kann ich damit eigentlich? Ah, hier ist Ende. Okay. Müsste ich hier eigentlich dann auch so eine Art Lagerung bauen? Baumstammlager. So einen kleinen. Ist klein.
dass er dann so hier ist. Ja. 6 Stöcker fehlen mir. Und ich habe Hunger. Ja, die gammeln auch schon bald. Noch sind sie essbar. Komm schon, ja. Wo hatten wir noch mal einen Steg? Über Plattform. Dann sagen wir, die Plattform beginnt hier. Nee. Auch falsch. Ich glaube, wir brauchen doch dafür einen Steg. Ne, das Tisch. Beistelltisch. Machen wir den hier so. Hier hin. Ja. Dann geht das. Okay, machen wir dann. Ja, bis hier hin. Einmal so. Und dann. Ja, dasselbe auch nochmal. Und dann sagen der Beginn. Hallo? Hier? Und geht es. Hier hin? Erstmal nur so provisorisch. Können wir den auch erstmal jetzt schon aufbauen? Seht ihr das? Er ist hier noch heile. Natürlich hat er Schaden bekommen. Er hat Schaden bekommen, aber wie? Wie hat er Schaden bekommen? Ein Baumstamm noch. Oh. Der sieht standardmäßig so aus. Ja.
Haben wir hier noch einen Schluck, ne? Wir haben nichts mehr zu trinken, ey. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sieht der so aus dann? Habe ich noch irgendwas, was man trinken kann? Nö. Nicht einmal Alkohol. Die eh die ganze Zeit zum nach vorne laufen, natürlich. Und hier ist halt auch dran. Aber hier wird es langsam. Nein, hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben, nein. Wo ist der andere hin? Bitte sag mir nicht, der ist ins Wasser gefallen. Ja, ich glaube, wir werden verdursten. Wir machen das so und so. So funktioniert's. Aber ich finde das mit dem Kran deutlich angenehmer, als wenn wir immer nur bis da hinten hinlaufen. Treppe hoch. So, geh und geh. So, zwei Wände, dann haben wir den Raum auch noch fertig. Dann müssen wir das hier noch machen. Das wäre der nächste, den wir machen würden. Oder, nee. Ich glaube, am meisten Sinn würde es machen, wenn wir den hier zuerst fertig machen. Und dann erst das hier. Weil ansonsten müssten wir immer jedes Mal, wenn wir hochgehen, immer hier rüber, dann durch die Tür und dann so nochmal bis hierhin alles nach und nach machen. Aber, wie es weitergeht, Party in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.